Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem kleinen Informationsvideo zu meinem Uploadplan. Da gab es ja in den letzten Let's Play Folgen immer wieder neue Informationen und kleinere Änderungen von mir, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte jetzt einmal eine genaue Aussage dazu treffen, wie es dann ab dem 20.03. ja weitergeht mit meinem Upload. Es ist gut möglich, dass bis dahin in den Let's Play Videos noch ein paar weitere Angaben dazu kommen, wie ich mir das vorstelle. Die liegen für mich persönlich allerdings alle in der Vergangenheit, da ich bereits alle Videos für die nächste Woche aufgenommen habe. Und deshalb entsprechen diese Ideen, die ich dort hatte, in den Videos nicht mehr dem aktuellen Plan. Des Weiteren möchte ich außerdem auch den Vorlauf, den ich mit meinen Videos aktuell habe, etwas verkürzen, so dass ich nicht mehr, ja, zum Teil halt eine anderthalbe Woche schon im Voraus aufgenommen habe, sondern dass es nur noch so maximal 2-3 Folgen sind, damit ich insgesamt auch etwas flexibler auf eure Kommentare reagieren kann. Erst gestern wieder gemerkt, habe einen, ja, sehr nützlichen Kommentar zum Zelda-Spiel bekommen. Danke an der Stelle nochmal an Dario. Und um da schneller eben drauf reagieren zu können, möchte ich diesbezüglich den Vorlauf verkürzen, um dann eben am Ende entsprechend flexibler reagieren zu können. Das bringt mich jetzt zusammenfassend zu meinem Uploadplan, wie es aussieht dann in der Folge. Es wird weiterhin täglich 12 und 18 Uhr jeweils eine Folge geben. 12 Uhr weiterhin so wie gehabt eine Folge zum Thema Mario oder Pokémon aktuell. Das kann sich natürlich dann ändern im späteren Verlauf, wenn mir da ja gerade mal ein anderes Spiel dazu einfällt. Diese Folgen werden so eine Länge von 10 bis 30 Minuten haben, je nachdem eben was ich gerade spiele. Und die 18 Uhr Folgen, das wird immer das, ja ich nenne es einfach mal Haupt-Let's Play sein. Aktuell ist es ja Zelda Breath of the Wild und da werde ich aufgrund der freien Spitzen, die ich zeittechnisch aktuell noch besitze, jetzt jeweils eine Stunde täglich hochladen. Ich denke, eine Stunde ist optimal von der Länge her, ist nicht zu lang zum einen. Ich denke, mehr als eine Stunde würde dann schon wieder den Rahmen sprengen, aber auch nicht zu kurz, so dass ich quasi nicht nach einer halben Stunde immer schon aufhören muss. Ich meine, vor allem bei Breath of the Wild ärgert mich das gerade extrem, dass ich hier und da relativ schnell schon durch bin mit den Aufnahmen in der Woche und dann quasi warten muss bis zur nächsten Woche, bis ich dann wieder Breath of the Wild spielen und entsprechend auch aufnehmen kann. Deswegen diese Planänderung. Ja, so wird der Uploadplan dann erstmal für die nächste Zeit stehen. Wenn es dazu wieder Änderungen gibt, werde ich euch das natürlich mitteilen. Und damit sollte, denke ich, jetzt auch erstmal alles diesbezüglich geklärt sein. Damit danke ich mich für eure Aufmerksamkeit und dann denke ich, sehen wir uns in einem Let's Play Video wieder. Macht's gut!